sehr geehrte Frau Rafjani, meine Damen und Herren, liebe Freunde. In der vorigen Woche hatte ich und hatte der Kollege Dautzenberg die Ehre, in Berlin am Brandenburger Tor vor Tausenden ihrer Landsleute zu sprechen, die dort für die Befreiung des Irans von der im Lande herrschenden Theokratie eingetreten sind. Eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung, die auch in den Medien ihr Echo gefunden hat. Und ich fühle mich sehr geehrt, meine Damen und Herren, dass ich heute hier sein kann. Ich bin dankbar für diese Gelegenheit, zumal es für mich das erste Mal war, dass ich hier in Astra 3 bin und sein darf. Damit möchte ich durch meine Präsenz schon auch meine Hochachtung dafür aussprechen, dass Sie immer mit einer großen, eindrucksvollen Beharrlichkeit und Standhaftigkeit für die Freiheit und die Demokratie in Ihrem Heimatland eintreten. Ihre Bewegung unter der Führung von Frau Miriam Rafjani ist die demokratische Alternative zum Regime der Mullahs. Das kann man schon daran erkennen, mit welcher Intensität dieses Regime Sie bekämpft und verfolgt. Ihr wart ja hier in Tirana im vorigen Jahr schon Ziel eines Terroranschlags, der vereitelt werden konnte. Aber es war ein Beweis eben dafür, dass der iranische Terror nach Europa zurückgekommen ist. Dem müssen sich die europäischen Staaten und auch die Europäer entschieden entgegenstellen, weil sie ansonsten nur Anlass geben zu noch mehr Aktivität dieser Terroristen. Und so hat Gott sei Dank in Deutschland das offizielle Bundesamt für Verfassungsschutz in seinem jüngsten Bericht eben zusammengetragen. Und was es zusammengetragen hat, ist alarmierend. Angehörige des iranischen Geheimdienstes führen in Europa nicht nur Ausspähungen durch, sondern verüben auch terroristische Gewalttaten. Und in der deutschen Niederlassung des iranischen Geheimdienstes befindet sich so ganz im offiziellen Bericht der Bundesregierung in der iranischen Botschaft in Berlin. Und ebenfalls im letzten Jahr wurde ein in Österreich stationierter iranischer Diplomat in Deutschland festgenommen, nachdem er unter dieser Tarnung eine Bombe mit Zündvorrichtung durch Deutschland transportiert und in Belgien an Terroristen übergeben hat. Diese hatten dann den Auftrag, ein Attentat auf die Großveranstaltung ihrer Organisation des Nationalen Widerstandsrats Iran in Paris durchzuführen. Eine Veranstaltung, an der übrigens ich selbst auch teilgenommen habe. Da der deutsche Verfassungsschutz, eine staatliche Institution, aktuell eben Anlass sieht, wieder vor einer steigenden Terrorgefahr für iranische Dissidenten zu warnen, war die Reaktion der betroffenen europäischen Staaten offenbar nicht deutlich genug. Wir dürfen nicht zulassen, dass uns die Mullahs durch Terrorismus sozusagen in Geiselhaft nehmen können. Und ein wichtiger, richtiger Schritt dagegen war es deshalb, den iranischen Geheimdienst und die Revolutionsgarden wieder offiziell als terroristische Organisationen zu listen. Dies war angesichts der Situation, ich glaube, eine angemessene Reaktion. Meine Damen und Herren, Sie sind diejenigen, die sich konsequent und nachhaltig für einen freien und demokratischen Iran einsetzen. Und Europa muss euch dabei unterstützen. Nur so kann wieder ein beständiger Friede in der weltpolitisch ja so wichtigen Region erreicht werden. Dafür brauchen wir einen friedfertigen, toleranten und weltoffenen Islam, wie Sie ihn verlässlich repräsentieren. Wir wünschen Ihnen bei der Verfolgung der Ziele, die Sie in den 10 Punkten so eindrucksvoll zusammengefasst haben, viel Erfolg. Wir werden Sie nach Kräften dabei unterstützen. Alles Gute und vielen Dank.